Willkommen zurück, wir sind wieder da. Ups, erstmal mit der Steuerung klarkommen. Aus der Sommerpause sind wir wieder dabei bei No One Lives Forever 2. Ich muss mich gerade jetzt etwas orientieren, wie das mit der Steuerung hier funktionierte und B, wo wir eigentlich gerade waren. Ich bin gerade völlig raus, ich habe die letzten Tage eigentlich nur Rainbow gespielt, wenn ich ehrlich bin. Und das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Dass ich eben nur Rainbow gespielt habe. Scheiße, und wie interagiere ich jetzt nochmal mit irgendwas? So. Mann, ey. Ich habe die Steuerung komplett vergessen. Die ist nämlich ein bisschen eigenartig, wie ich finde. Ah, damit geht's. Kann ich jetzt nicht mehr durchsuchen? Nee, sieht das nicht mehr. Okay, hier geht nichts. Stimmt, das hatten wir ja schon aufgemacht irgendwie. Ich überlege jetzt gerade, was wir genau tun müssen. Ich habe nämlich ganz ehrlich gerade null Plan. Ah! Hi Daddy, I love you, Abigail. Okay, das war wohl offensichtlich wichtig. Warum auch immer wir so eine Hippie-Tante da gefunden haben. Was tue ich hier? Nichts. Schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden vielleicht. Tür ist verschlossen. Vielleicht finden sie einen Schlüsselbund. Okay, das heißt, da müssen wir einen Schlüsselbund für finden. Der auch praktischerweise davon rumliegt. Das geht da. Da wollte ich eigentlich jetzt rein, aber... Da komme ich wohl nicht rein. Dann machen wir doch mal auf. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken hier, was der Spiel speichern. Ah, schnell speichern, F6. So, das war's. Weil irgendwie das Spiel ruckelt gerade wieder ein wenig und deswegen habe ich die Befürchtung, dass es mir gleich abschmiert. Deswegen musste ich jetzt gerade noch mal schnell speichern und auch nachgucken, welche blöde Taste das ist. So, hier haben wir alles durchgecheckt. So, dann nehmen wir jetzt doch das mal. An Dr. Kussmann von der Direktor. Die Zweigstelle in Indien hat versagt. Es scheint, als hätte Superagentin Kate Archer es geschafft, da in den Tresor zu gelangen. Wir müssen den Zeitplan beschleunigen und die Supersoldaten einem Feldversuch unterziehen. Die gesamte Division soll auf dem Weg nach Indien sein, bevor Unity dort eintrifft. Wir müssen sicherstellen, dass die Supersoldaten so unverwundbar sind, wie sie es versprechen. Das ist also der Plan. Und ich will keine Entschuldigung über ihren sogenannten abtrünnigen Lieutenant hören. Wenn sie ihren eigenen Testobjekte nicht kontrollieren können, finde ich einen verrückteren Wissenschaftler, der das kann. Klare Ansage. Okay, das ist der Supersoldat. Kann man den... Okay, das ist irgendwie so ein Beatmungspack oder sowas. Kann ich da vielleicht was kaputt machen? Gute Frage. Oh, lebendig entkommen. Au! Der macht aber hart Damage. Aua, aua, aua. Shit, 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 shit. Ich bin gerade todesgeslowt. Habe ich so den Eindruck? Habe ich hier irgendwas? Ja, ich habe eine Waffe. Da. Oh, jetzt bin ich gerade voll erschreckt. Ich würde da jetzt gerne durchgehen. Hey, cool. Jetzt macht der alles kaputt. Laufen wir doch vielleicht einfach mal ein bisschen. So, hier hin. Oh, das habe ich jetzt nicht gelesen. Macht auch nichts. So. Oh, oh, oh. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Wichtig. Oh, du, 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 du. Und irgendwie bin ich gerade so ewig geslowt, finde ich. So, dann jetzt mal ganz schnell verpissen vor diesem Supersoldaten. War also mein Eindruck, dass man da jetzt irgendwie hochkommt. Und es war ja wohl offensichtlich auch gar nicht mal so falsch. Ist nichts wie weg hier. Oh Gott, da ist es nämlich giftig, offensichtlich. Wieder mal so eins von diesem Giftgas-Shit. So, komm ich jetzt hier runter? Tatsache. Uhuhuhu. So, jetzt sind wir weg. Nur warum bin ich immer noch so geslowt? Türknauf fehlt. So, ich muss einen Türknauf besorgen. Nur wo bekomme ich den Türknauf her? Vielleicht gibt es ja hier noch was. Ich glaube, der chillt da immer noch, dieser Supersoldat. Jetzt muss ich irgendwo einen Türknauf finden.
Wenn ich jetzt nur wüsste, wo. Oh, was ist das, was der da absondert? Ich habe keine Ahnung. Okay, da komme ich jetzt aber auch nicht mehr hin, oder? Hi. Okay, offensichtlich kann ich das nicht machen und der geht aber auch nicht durch, wie ich hoffe. Oh, irgendwie macht mir das jetzt gerade ernsthaft Sorgen. Was kann ich hier tun? Nichts. Okay, ich muss jetzt irgendwo einen Türknauf finden. Wenn ich jetzt aber wüsste, wo ich den finde, dann wäre mir wahrscheinlich schon sehr viel weiter geholfen. Boah, ich habe echt keinen Plan, wo ich den finden soll. Tja. Dann müssen wir wohl noch etwas suchen. Okay, hier waren wir auch schon. Den kann ich aber auch nicht ausmachen. Hm. Wo findet man denn so spontan einen Türknauf? Hat da jemand von euch eine Ahnung? Leider bringt mir das nicht viel, weil ich keinen Live-Ticker habe. Ich sollte anfangen zu streamen. Okay, hier muss ich was entweder ist das ein Apfel oder ein Türknauf da unten. Eins von beiden. Ah! Da ist ein Türknauf. Ich glaube. Oh shit, 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 shit. Ich glaube, der ist minimal aggro. Autsch! Fick dich! Lass mich in Ruhe! Sprengstoff! So, das alles mitnehmen. Finde ich hier noch was, bevor der mich hier gleich zerstört? Vielen Dank für die Genesungswünsche. Das war sehr nett von Ihnen. Wenn man bedenkt, dass ich vor all diesen Jahren Ihren Onkel in Oslo umbrachte. Ich weiß, Sie standen sich sehr nah. Okay, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich habe jetzt auch gerade nicht den Nerv dazu, mir das reinzuziehen, weil ich eher Angst habe, dass der Supersoldat mich gleich einmal tötet. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Art Supersoldat. Ah! So, schnell, mach schnell. Nummer 1. Schnell weg, schnell weg. Boom, okay, Nummer 1 kaputt. Habe ich hier noch irgendwas, was ich bedenken könnte? So ganz spontan. Ich glaube, die zweite Bombe muss da unten hin oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr, wo die hin muss. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wo muss denn die zweite Bombe hin? Mann! Wir werden alle sterben! Ja, werden wir! Oh, da hat sie in einem Schrank versteckt. Was war das? Boah, da habe ich mich jetzt gerade mega erschreckt. Shit, ey. Was war denn das? Gott, oh Gott. Shit, man. Wir werden alle sterben. Ah. Hier entlang. Beeil. Oh, helf mir. Armer Hodgkins, er wollte sie warnen. Ja, gönn dir erstmal, oder was? Die anderen Objekte waren okay, aber das hier war anders. Willenskraft, das war es. Wir hätten seine chemische Behandlung verstärken sollen. Armer, armer Hodgkins. Okay, so, jetzt suchen wir die nächsten Places, würde ich sagen. Wir waren doch hier irgendwo. Ich bin so ultra low gerade. Zumindest gefühlt. Ja, Bombenplaces. Wo sind denn die guten Bombenplaces? Fahrspule! Okay, ich muss da irgendwo hin. Okay, das heißt, wir müssen hier, glaube ich, einmal außen rum oder so. Shit, ey, das funktioniert nicht so ganz. Oh, oh. Ich muss hier weg.
Komm, mach das Ding auf. Los jetzt. Ich habe Angst, dass der jetzt gleich vorbeikommt und mich einmal weggrillt. So. Wow. Weg, 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 weg. Ah. Was geht da drüben vor? Ein Supersoldat. Können Sie durch? Ich glaube, ich habe einen Bombenplatz übersehen. Ich habe nämlich drei aufgehoben. Oh Gott. Oh. Wo muss ich denn jetzt noch die dritte Bombe platzieren? Das ist gut, ein schwerer Schutzkörper. La 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 la. Du siehst mich nicht. Nein, 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 ich bin nicht da. Oh oh. Shit. Wir müssen sie hier wegbringen. Keine Chance. Abigail! Was war das? Das wollen sie gar nicht wissen. Wir müssen weg. Böse Leute kommen, viele Helikopter. Sollen sie doch kommen. Wir gehen nicht ohne Armstrong. Ich bin nicht wichtig. Wir wollen einen Krieg verhindern. Schon vergessen? Oh, den hat's aber auseinandergenommen. Ah, Abigail! Los, raus hier! Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte. Wir müssen schnell machen. Wir schicken Hilfe. Wir wurden dreimal getroffen. Ja. Ja, ist doch eigentlich eine ganz akzeptable Stat hier soweit. Und dieser Supersoldat war echt schlimm. Okay, Kapitel 10. Kalis Flug. Aufgrund von Cage Arthurs Erfolg in Indien hat der Direktor als Strafe die Zerstörung des indischen Hauptquartiers von Harm befohlen. Der Angriff ist ein idealer Feldversuch für die Supersoldaten, bevor sie zu ihrem eigentlichen Einsatz nach Chios geschickt werden. Das ergibt alles keinen Sinn. Harm plant einen Feldversuch. Ihre Supersoldaten sollen das indische Hauptquartier zerstören. Als Strafmaßnahme. Wann? Es könnte schon angefangen haben. Ich bin auf dem Weg dorthin. Sagen Sie der Polizei, dass sich niemand wehren soll. Evakuieren Sie nur das Gebiet. Na gut, aber passen Sie auf. Und schicken Sie eine Eingreiftruppe zur Antarktisanlage. Armstrong ist immer noch da. Wird erledigt. Ich würde sagen, sie sind da. Bitte nicht! Ups. Ja, die Dinger sind schon miese. Sind Sie Kate Archer? Ja, wie ist die Situation? Wir evakuieren das Gebiet noch. Wenn Ihre Männer die Soldaten ablenken, versuche ich, die Leute da rauszuholen. Zivilisten vor Supersoldaten beschützen. Wie soll ich das machen, ihr Trollpatsche? Ah, dafür ist die dritte Bombe. Nee, es sind nur einfach zwei. Okay, dann habe ich irgendein Bombenziel vergessen bei der letzten Mission. Hey, das ist natürlich praktisch. So, kann ich jetzt die Tür aufmachen? Hilfe! Das Tor ist verschlossen! Es gibt kein Entkommen! Okay, machen wir das Tor auf. Aber das dauert mir zu lange. Komm, verpisst euch. So, ich bin noch bestens gerüstet, den kann ich nicht aufnehmen. So. Auf was wartet der jetzt? Auf schöner Wetter oder was? Oh, ich glaube, das Ding ist leicht aggro. Mit der Bazooka oder irgend sowas in der Art. Lösch das Feuer! Wasser wegschütten? Was? Oh Gott. Ich hab kein Wasser.